Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von DevMore Models. Ja, willkommen zur nächsten Folge, sprich Ausgabe 148 für den Mercedes 1113. Ja, noch drei Hefte, dann hat das gute Modell seinen Abschluss erreicht und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach ohne Komplikation in die Finalrunde, sage ich mal. Vorher lasst ihr gerne noch ein Abo auf dem Kanal da, über einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen. In Ausgabe 148 bekommen wir einen Blister voll mit diversen Teilen für verschiedene Druckluftleitungen und mit denen fangen wir auch direkt an. So, jetzt mal noch das grüne Blättchen hier holen. So, da wird nämlich das Licht doch gleich ein bisschen besser. Okay, so, wir fangen an mit ein bisschen greifen. Die Teile sind etwas kantig hier drin. So, wir brauchen einmal dieses Teil, glaube ich. 148E, jawohl. Und dann brauchen wir noch das Teil 148C. Das ist dann dieses hier daneben. Was so ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Hammer. So, schon die Schräublein alle rausnehmen. So, dann sollen wir mal uns das kleine Teil einmal so in die Hand nehmen. Ich hoffe, man sieht das, dass die Platte mit den zwei Löchern oben ist. Und entsprechend sollen wir jetzt dieses Teil, diese zwei Nasen hier einmal einklipsen. So. Und dann brauchen wir das Teil 148D. Das ist hier so eine kleine Grube. Die wird jetzt noch hier außen aufgesteckt auf der überstehenden Seite. Ja, sehr fest ist das nicht. Da müssen wir nochmal mit dem Tropfen Klebstoff nachhelfen. So. Ah, duftet auch gleich viel besser. So, jetzt brauchen wir einmal das Gestell. Und zwar die Seite, in der wir das letzte Mal hier den Schlauch aufgewickelt haben. Da sollen wir das Teil nämlich jetzt mit der Kurbel nach außen hier aufsetzen. Auf den Träger hier von dem Schutzblech. Und von der Unterseite mit einer AP-Schraube befestigen. So, das könnte jetzt etwas knifflig werden. Das jetzt mal so rum. Halten wir das Teil von unten ran. So, okay, das ist jetzt fest. Alles klar, dann kommt jetzt der nächste spannende Augenblick, denn wir dürfen jetzt das Schutzblech hier wieder anbringen. Oder was heißt wieder? Ihr solltet es jetzt erst anbringen. Ich hatte es ja schon mal dran. So, deswegen habe ich natürlich auch die Schrauben schon alle vorbereitet, hier eingesetzt gehabt. Und wir drehen die jetzt einfach nur noch hier wieder fest.
So, sehen wir noch auf der Seite. Damit haben wir das schon mal fest. Und wir können zum nächsten Punkt springen, denn wir sollen jetzt hier die nächsten Druckluftleitungshalterungen hier und hier am Rahmen befestigen mit den AM-Schrauben. So, wie rum scheint egal. Die müssen nur nach innen zeigen, aber das seht ihr eigentlich, weil hier sind so kleine Bippusse dran und die müssen hier an den Teilen in die kleineren Löcher gesteckt werden, dass wir dann quasi das große Loch zum Schrauben verbleibend übrig haben. Auch dran. Dann kommen jetzt die ganzen Leitungen dran. Da muss ich mir aber eben hier im Blister erstmal kurz alle nummerieren, damit ich mal hier nichts durcheinander bringe. So, nummeriert ist alles. Am besten einfach die Teile da im Blister liegen lassen und dann einfach bloß mit Namen draufschreiben, dann wisst ihr, dass welches Teil welche Nummer hat. So, wir brauchen Bogen A. Der soll jetzt einmal in das hintere Loch dieser Kurbel und hier eingesteckt werden. So, da müssen wir aber auch Klebstoff dran machen, sonst rutscht das nämlich hier immer raus. So, dann haben wir die Leitung B. Die wird jetzt hier an dem vorderen Loch eingesteckt und hier auf der Vorderseite dieses kleinen Motors eingesetzt. So, das fixiere ich ebenfalls wieder mit Klebstoff. Gut, machen wir weiter mit Leitung H. Diese kommt jetzt hier von dem vorderen der beiden Löcher angesteckt. In das Innere der Verbindungsplatten hier. Also stecken wir es erst hier ein. So, dann haben wir zweimal die Leitung G. Diese dienen eigentlich nur als Verlängerung von hier nach hier.
Dann haben wir noch die Leitung F. Die wird dann als Abschluss von dem am Rahmen liegenden Loch in die oder in das von mir aus gesehen rechte Loch dieses kleinen Hubbels hier am Rahmen eingesetzt. So. Dann kann man die Stange jetzt noch ein Stück nachschieben. Halt nicht du, die andere. So. Das Ganze auch wieder fixieren. Wunderbar. So, Lieben, damit sind wir schon wieder fertig für die drittletzte Ausgabe hier zum Mercedes LF13 in dem Fahrgestell oder in dem Trägergestell hier für den Tankwagen. Haben wir jetzt diverse Leitungen angebracht. Hier eine kleine Handkurbel, das zweite Schutzblech wurde montiert und mit den Druckluftleitungen geht es dann unter anderem in der nächsten Folge am nächsten Montag dann weiter. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ade.